Die letzte Plenarwoche im Europäischen Parlament vor den Europawahlen am 25. Mai. 5 Jahre. Für mich ging diese Zeit wahnsinnig schnell vorbei. Womit fing es an? Und wo stehen wir heute? Als Metallerin habe ich mich gleich von Anfang an dafür eingesetzt, in den Beschäftigungsausschuss zu kommen. Doch von dem einfachen Prinzip, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort, sind wir nach wie vor weit entfernt. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns aufgrund der Debatten mit den anderen Parteien hier im Parlament von diesem Ziel sogar weiter entfernt haben. Viel Arbeit, die künftig noch vor uns liegt. Als Mitglied im Innenausschuss habe ich mich gleich von Anfang an für das Thema Datenschutz interessiert. Denn bereits 2009 gab es Diskussionen und Berichte über Datenmissbräuche bei großen Unternehmen. Heute hat das Europäische Parlament es geschafft, eine neue Datenschutzverordnung und ein Datenschutzpaket auf den Weg zu bringen. Alles gut? Leider noch nicht. Denn was fehlt, ist die Positionierung der Mitgliedstaaten, die sich bisher weigern, eine klare Position zu beziehen. Zum Datenschutz, aber auch zur Frage, wie weit Geheimdienste gehen dürfen. Die NSA, der US-Geheimdienst, ist nur ein Beispiel. Der fehlende Aufklärungswille der Mitgliedstaaten hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass diese Art der Datenbeschaffung gar nicht so ungern gesehen wird, auch von unseren Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament hat genau zu dieser Frage, zur Frage, was tun Geheimdienste, einen umfassenden Bericht abgegeben. In den kommenden 5 Jahren wird es darum gehen, auch dieses Thema weiter zu verfolgen. Denn Datenschutz ist nicht irgendetwas. Es geht um Privatsphäre, um Meinungsfreiheit und um die Frage, welche Werte wir in Europa verteidigen wollen. Viel Arbeit jetzt im Wahlkampf für die nächsten 5 Jahre. Und meine Bitte an Sie, gehen Sie auf jeden Fall wählen. Und ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann am 25. Mai die SPD wählen.